Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Zoos. Und heute entführt uns der gute Seba in sein Zoo, Viertow Wildlife Center. Sein Zoo ist eher ein Auswilderungspark, wo man die Tiere in möglichst natürlicher Umgebung beobachten kann, bevor sie zurück in die Freiheit entlassen werden. Die Highlights sind das Research Center, der Vierthof, was ein alter Bauernhof ist, und die chinesische Tempelanlage. Und zu guter Letzt wünscht uns Seba noch ganz viel Spaß. Ich hoffe, den werden wir haben, aber das finden wir jetzt, denke ich mal, heraus, denn wir besichtigen jetzt dein Zoo, Vierthof Wildlife Center. Und da kommen wir angefahren, durch den Tunnel. Schade, dass es hier keine bewegten Autos gibt. Genau, aber hier kommt man an in dem Zoo, schön durch einen Tunnel gefahren und auf der Straße. Ich werde übrigens in dem Zoo ein wenig mit den Perspektiven hin und her switchen, also aus Ego-Perspektive oder Besucherperspektive und von der Top-Down-Perspektive, weil der ist relativ groß und ich möchte halt, dass wir ein bisschen schneller vorankommen. Deswegen schauen wir uns dann auch mal Sachen von oben an. Das hier ist der Anfangsbereich. Hier gibt es eine wunderschöne Straße und zwei Parkplätze. Sowas kann man ja sowieso immer viel, viel besser von oben sehen. Bin ich aber großer Fan von, wenn ein Zoo anfängt mit einem Parkplatz und einer Straße. Das finde ich immer richtig cool. Und im Hintergrund kann man sogar schon den Eingangsbereich sehen, wenn man hier lang fährt. Willkommen, Vierthof Wildlife Center. Mit einem Springbrunnen, mit schöner Musik und einem schönen Eingangsplaza. So, hier würde man dann abbiegen und sein Auto abstellen auf dem Zooparkplatz. Der ist auch relativ groß. Also es gibt ja zwei Stück davon. Da können sicherlich einige Autos Platz finden. Und hier stehen auch noch ein paar Schilder für uns. Was haben wir denn hier? Das Fass und die Transportbox sind aus dem Workshop. Der Rest ist von mir. Okay, das heißt, diese beiden Objekte sind aus dem Workshop. Der Rest ist alles selbst gebaut. Das ist super, dass du es hier platziert hast, damit wir gleich Bescheid wissen. Hier außen schon mal sehr schön bepflanzt. Und hier vorne geht es dann wahrscheinlich hinein in das Gebäude oder in den Zoo. Mal schauen, was uns hier drin erwartet. Das ist auf jeden Fall irgendeine Maschine. Könnte ein Ticketautomat sein. Aber könnte auch irgendwie alles sein. Ich kann auch komplett falsch liegen. Auf der anderen Seite auch. Okay, ich gehe davon aus, dass man hier ein Ticket kaufen kann. Dann geht man hier durch. Wieder sehr schöne Bepflanzung. Darunter sieht man sogar schon Gebäude. Wie cool. Ah, die FPS sind leider auch nicht mehr die allerbesten. Aber es geht noch. Liegt halt daran, dass der Zoo so groß ist. Ich habe auch eine Übersichtskarte von oben. Ich glaube, uns erwartet heute sehr viel. Ah, wie toll. Schöner Springbrunnen. Relativ klassisch. Der Springbrunnen sieht aber super toll aus. Ich mag ja auch dieses weiße Gestein. Das Eingangsgebäude sieht auch super aus. Mega toll mit den ganzen Skulpturen. Richtig schön gestaltet. Tolle Musik. Die Lautstärke ist auch super. Okay, hier gibt es eine Kasse. Ah, jetzt weiß ich. Das sind Parkdinger. Da kann man Parktickets sich ziehen. Und hier kann man dann logischerweise Kassentickets kaufen. Macht auch Sinn. Sehr schön gestaltet. Hier auch direkt eine Toilette, damit dann die auch glücklich ist. Sogar bevor man sich anstellen muss. Oh, gut, dass ich reingegangen bin. Hier ist sogar gestaltet. Wie cool. Mit Waschbecken und allem. Ist ein bisschen hoch, die Waschbecken, aber ansonsten ziemlich cool. Muss halt gucken, das hier ist eigentlich die Besucherhöhe so für den Mülleimer. Die hätte man vielleicht ein bisschen niedriger hängen müssen. Aber sogar Spiegel und alles. Klimaanlage oder so eine Abzugshaube. Sehr schön. So, hier kann man sich dann nochmal erfrischen, was trinken. Wenn es hier mal zu warm ist oder so. Eine weitere Kasse. Und auf der anderen Seite schauen wir nochmal ganz schnell. Ist wahrscheinlich relativ identisch. Genau, hier sind die Parkautomaten. Was kann man hier machen? Ne, das ist Mitarbeiter. Da sollen wir natürlich nicht hinein. Wir gehen nämlich jetzt in den Zoo. Ich freue mich schon. Vierthof Wildlife Center. Let's go. Ticket brauchen wir nicht kaufen, wir sind VIPs. Wir gehen jetzt hinein. Ach, schön. Der erste Eindruck ist schon mal super.
Ein Fahrradverleih. Cool, wenn man hier mit Fahrrad rumdiesen könnte. Souvenirs, Hats. Oh, wie schön. Seba hat auch eine E-Mail geschrieben, es lohnt sich in Gebäude und so reinzulaufen. Und ihr seht jetzt auch warum. Es ist ja ein wunderschöner Souvenirladen. Oh, wie toll. Richtig schön gestaltet. Ganz viel Liebe zum Detail. Mega cool, die ganzen Regale. Ich finde es toll, dass das so vollgestellt ist. Das ist richtig cool. Okay, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir lang gehen. Er meinte aber, es wäre ausgeschildert. Schauen wir doch mal kurz. Alter Vierthof, Hüttenhotel, Berglift, Eisbären, Dallschafe, Wikingerdorf, Eisbären, Rentiere. Also ich denke, es wird hier auf jeden Fall einen Rundweg geben, wenn zweimal Eisbären in beide Richtungen sind. Und einen Rundgang in Gelb. Oh, perfekt. Sehr gut gemacht, Seba. Damit ich mich nicht verlaufe. Hier sind wir dann bei Geldautomaten, ATMs. War auch sehr gut gemacht mit diesen Trennwänden. Das finde ich cool. Wobei die... Das muss man ja eigentlich sagen, eigentlich müssten die andersrum eher sein, oder? Dass das Holz weiter unten ist. Weil so kann man noch genau... Schon witzig, man steht hier und kann auch genau hier auf das Feld gucken. Weil diese Trennwände sind ja eigentlich dafür, dass man da nicht mehr drauf gucken kann. Aber trotzdem, sehr coole Idee. Beutel, 2 Euro. Okay, kann man sich auch noch ein paar Früchte holen. Cool. Der Rundgang geht aber hier in der Mitte entlang, oder wie? Ich will mir alles angucken. Wir gehen da gleich lang, Leute, keine Sorge. Bike und, was steht da? Ach, Bikes and More, okay. Hier kann man sich die dann leihen. Bei diesem freundlichen Mitarbeiter. Oh, so viel Liebe zum Detail. Ach, wie toll. Okay, ist dann auch noch eine Werkstatt eingebaut, das ist natürlich auch sehr passend. Sowas ist immer cool, wenn man das Interieur so ja, mit der Scheibe halt einbaut und dann das auch noch als Deko quasi nutzt. Steht dann halt echt noch eine Bohrmaschine und alles. Sehr passend. Und hier führt uns dann der Rundgang entlang nach links. Wir sind jetzt mal wieder in der anderen Perspektive. Hier haben wir dann nochmal so einen schönen Platz, wo die Besucher sitzen können. Sieht echt toll aus. Hier können sie sich nochmal Essen, Trinken holen. Sich ein bisschen erfrischen. Und da vorne erwartet uns schon das erste Gehege. Nämlich mit Wölfen und Polarwölfen. Kann man schön durch so eine Scheibe durchgucken. Und die gehen gerade leider weg, das war ein Babywolf. Ey, nicht weglaufen. Kleiner Schlingel. Auch tolle Tiere, ne? Polarwölfe sind super, super süß. Normale Wölfe aber auch. Sind ja quasi Hunde, ne? Nur Wildhunde. Oh, ich zoome einfach raus. Das ist ja ein riesiges Gehege. Das ist aber auch wunderschön gestaltet. Sieht echt natürlich aus. Könnte echt deren natürliche Umgebung sein. Oh, komm hier, auf den Ball. Er macht sogar Show für uns, wie nice. Aber du hast ja auch geschrieben, das ist halt so diese Vorstufe vor dem Auswildern. Das heißt, das ist hier gar kein richtiger Zoo, sondern die werden darauf vorbereitet, wieder ausgewildert zu werden, was ich sehr cool finde. Oh, wie süße Tiere. Mega, mega schön. Das Gehege ist auch super gestaltet. Tolle Felsarbeit und auch tolle Bepflanzung. Und auch Höhenunterschied. Ist das hier eigentlich... Wartet mal. Ne, hier geht's noch runter. Okay, das gehört auch noch zu den Wölfen. Ich dachte gerade, es wäre hier ein anderes Gehege. Aber dann ist das Gehege echt riesig. Schaut euch das mal an. Hier unten gibt's dann auch noch Höhlen und alles. Ich weiß, ich erkunde gerade schon wahrscheinlich wieder mehr, als ich eigentlich sehen dürfte. Aber es soll ja auch ein bisschen schneller vorangehen, weil der Zoo sehr groß ist. So, was haben wir hier? Hier haben wir Bisons und... Oh nein. Gabelböcke? Dürfen Gabelböcke sein. Springböcke sind doch die, die in Afrika leben, oder nicht? Ich hoffe. Wir sind nämlich jetzt wahrscheinlich hier in Nordamerika. Das ist hier auch ein großes Gehege mit so einem schönen Holzzaun. Das ist ja auch so immer super passend. Oh, ich höre sogar eine Lok. Die auch gerade gehört? Ja. Das ist eine Lok. Ah, die fährt da sogar. Oh, wie schön. Da fährt sie. Oh, das ist ja cool. So als Hintergrundgestaltung eine schöne Dampflok. Das ist toll. Werden wir wahrscheinlich nicht mitfahren. Bin ich ja nicht so großer Fan von. Aber hier kann man dann wirklich sehr gut die Tiere beobachten. Hier ist dann halt so ein richtig schöner Gang, wo man entlanglaufen kann.
und das Gehege perfekt beobachten kann. Wir fliegen aber natürlich hinein. So sieht das Ganze aus. Sind hoffentlich Gabelböcke, enttäuscht mich nicht. Ach, ich bin so gut. Eigenlob stinkt. Hier sind dann nochmal eine schöne Scheune gebaut, wo die reingehen können und einen Unterschlupf haben. Aber auch mit Früchten und allem drum und dran. Da schläft sogar gerade eins. Das schläft ja süß. Hat so süß das Ohr angeklappt. Sehr niedlich. Okay, hier um die Ecke ist nichts mehr. Aber das ist echt toll. Richtig schönes Scheunengebäude. Auch super gestaltet von außen. Sehr einladend aus. Da kommen sogar gerade die Bisons. Ich glaube, die wollen auch kurz chillen oder so. Ne, die haben gerade gebadet, so wie es aussieht. Ja, wahrscheinlich sind sie einfach nur nass geworden, weil sie da durch wollten. Aber es gibt auch eine Brücke, habe ich schon gesehen. Nämlich hier. Oh, das sieht aber schön aus hier mit dem Plätschern und der Brücke. Oh, nice. Richtig cool. Nehmen die dann auch nochmal einen kleinen Unterstand. Und ich denke, dann haben wir hier in dem Gehege fast alles gesehen. Oh, nee, wartet mal. Was ist denn hier noch hin? Das ist ja auch cool. Das gehört schon nicht mehr zum Gehege. Das ist einfach Deko danach. Sowas finde ich aber mal toll, wenn man das mit so einem Gitter macht. Und ich finde es auch cool, dass du hier so viele Stromschnellen hast. Das ist irgendwie richtig nice. Ich liebe ja so plätscherndes Wasser. Und dann auch noch ein paar Kanus. Was ist alles schön gestaltet. Und hier geht es dann weiter. Du hast ja auch geschrieben mit dem Wasserverlauf, dass der überall weitergeht. Ja gut, wir wollen es nicht zu sehr spoilern. Wir gehen wieder zurück. Das scheint aber hier der Ursprung zu sein vom Wasser, oder? Ich glaube schon. Hier geht es, glaube ich, los mit dem Wasser. So, jetzt wollen wir aber weiterfliegen hier. Nämlich hier oben entlang. Und dann haben wir hier das nächste Tier. Den Grizzlybär. Okay, natürlich auch sehr passend. Scheinen hier nämlich gerade uns in Nordamerika zu bewegen. Ach, da ist er. Hier kann man auch super entlanglaufen und reinschauen ins Gehege. Und nach unten hin sieht man, glaube ich, sogar nochmal... Genau, die Wölfe, da sind sie. Das ist auch sehr gut gemacht, dass man wieder in beide Richtungen einen wunderschönen Blick hat. Und hier hat man sogar nochmal einen Blick in die Höhle, wo die schlafen. Das ist auch super. Wir fliegen aber mal nach oben und schauen uns das Ganze mal an, das Gehege. Haben wir ja gerade schon so ein bisschen gesehen, hier ist nämlich der Ursprung vom Wasser. Das sieht auch sehr toll aus. Auch mit ein bisschen Schnee. Alles schön abgesteckt, natürliche Barrieren gemacht mit Felsen. Sieht sehr nice aus. Gehen wir mal weiter. Hier ist auch wieder so viel Liebe zum Detail drin. Ich weiß gar nicht, ob ich den Zoo hochladen darf, weil dann könnt ihr es alles selber nochmal erkunden. Kann ich selber aber nochmal fragen. Ansonsten findet ihr den in der Videobeschreibung oder in den Kommentaren, je nachdem. Ah, hier haben wir Dallschafe. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen. In so einer kalten Berglandschaft. Steph only. Ah, da gehen wir mal nicht hinein. Das sieht nur nach Eingang und Gebäude aus. Mitarbeitergebäude. So, hier oben standen wir gerade, wo der Mitarbeiter langläuft. Das hier ist das Dallschafgehege dann. Auch echt schön gemacht. Tolle Höhenunterschiede. Das heißt, man kann hier unten vom Weg perfekt auf die gucken. Ja, auch tolle Tiere. Und von da oben auch. Sehr cool. Kleines, feines Gehege. Hier oben geht es dann weiter. Die Treppe hier runter. Und das scheint hier ein Spielplatz zu sein mit einer riesigen Rutsche für die Kinder. Das ist ja cool. Nicht schlecht. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch hin. Aber erstmal laufen wir dann quasi hier weiter. Rundgang Eisbären-Rentiere. Ja, hier können wir dann wahrscheinlich wieder zurück und abkürzen. Da ist, glaube ich, der Eingang. Was haben wir denn hier? George Ledyard Stebbins House. Okay. Der hat aber ein schönes Haus. Ich weiß jetzt nicht, ob wir hier zurückfliegen sollten oder nicht. Machen wir einfach mal, würde ich sagen. Bevor wir das hier nachher verpassen. Hier kann man dann halt nochmal von unten gucken. Die Dallschafe, das haben wir ja gerade schon gesehen. Wahrscheinlich machen wir jetzt den Weg komplett kaputt. Oh, nochmal ein schönes Schild. Mitarbeitereinwege auch. Mitarbeitereinwege. Mitarbeiterwege wieder super eingebaut. Jane Goodell House.
Animal Research Center. Oh, das ist auch eins der Highlights, ne? Weiß nicht, ob wir da jetzt schon hin sollten. Also hier sind wir ja vorhin lang gegangen. Ich würde sagen, wir nehmen das mal eben kurz mit hier alles. Hier kann man nämlich auch nochmal nach unten. Wir gehen gleich auch in das Animal Research Center. Ich mache jetzt einfach meinen eigenen Weg. Ganz frech. Genau, hier kann man nochmal nach unten und die Wölfe dann sehen. Das hatten wir auch schon gesehen. Richtig cool, dass man hier nochmal so eine kleine, ja, nicht Plattform, wie nennt sich das denn, wenn man so runtergeht? Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Hier ist dann auch nochmal eine schöne Bank. Und hier hatten wir ja sowieso schon geguckt, bei Bikes und More. Das heißt, wir können jetzt schon in das Research Center mal reinlaufen. Natürlich in dieser Perspektive. Wir gehen, glaube ich, den Haupteingang hinein. Also hier vorne. Oh, okay. Das ist cool. Richtig schöne Atmosphäre. Gut, das Gras hier, das kann man mal übersehen. Ach, hier hast du die ganzen Mitarbeitergebäude eingebaut, so wie es aussieht. Sieht auch von außen richtig schön aus, wieder mit den Skulpturen. Echt nice. Das ist hier am... Okay, das ist nur ein anderer Eingang. Ja, das ist natürlich smart, ne? So schön alle Mitarbeitergebäude in einem großen Haus unterzubringen. Dann hat man da schon mal Ruhe. Da gehen wir auch nochmal rein. Okay. Jane Goodall. Ich kenne leider die Namen auch nicht. Kannst mich gerne in den Kommentaren aufklären, was du damit meinst. Hier waren wir auch schon. Der Rundgang geht natürlich in diese Richtung weiter. Hier hat man dann wahrscheinlich nochmal genau eine kleine Info. Essen, Trinken und so ein paar Bänke. Und hier können sich natürlich die Kinder dann nochmal austoben, während die Eltern sich ausruhen und essen. Hier gibt es dann ganz tolle Schaukeln. Einen Sandkasten sehe ich. Ich weiß nicht, was das hier ist. Sollen das solche Wippen sein? Falls ja, sind die ein bisschen hoch für Kinder wahrscheinlich. Oder soll man da raufklettern können? Oh, ich denke, da kann man drauf klettern. Und natürlich die coole Rutsche. Auf jeden Fall ein Highlight. Obwohl, das hier ist auch so ein kleines Fort. Mega nice. Traum für jedes Kind. Cool. Schöne kleine süße Ecke. Das hier ist auch sehr elegant gelöst mit der Mauer hier. Die sieht sehr schön aus. Rundgang entführt uns nach rechts. Hier ist auch so eine Gondeltour. Die werden wir wahrscheinlich nicht fahren. Aber die werden wir entlang fliegen oder so. Dann können wir uns auch mal etwas genauer umschauen. Oder ist hier ein Toilettenhaus? Gerade schon gesehen. Kameraführung ist leider manchmal ein bisschen schwierig von oben. So, Wikingerdorf, Berglift. Ah, das hier ist das Wikingerdorf. Das passt natürlich zu Wikingern, zu den Nordischen. Oh, schaut mal, das ist ein riesiger Thron. Das ist ja cool. Okay, eigentlich geht man hier vorne rein. Das machen wir dann auch mal. Hier kann man sich dann nämlich sein Ticket kaufen. Und dann geht es da hinein, in den Berglift. Dort sieht man dann den riesigen Jarl-Thron, sage ich mal, für den Jarl. Mega schön gestaltet. Echt super aus. Und oh, dann wird man hier von der Gondel erschlagen direkt. Coole Idee, so einen Bahnhof zu bauen. Und hier sind Eisbären, auch sehr passend. Wo sind sie denn? Die Eisbären scheinen sich zu verstecken. Ah, hier sind auch noch Rentiere. Auf dieser Seite. Das heißt, man könnte sogar hier auf dem Spielplatz aus die Rentiere sehen, weil hier ist der Zaun dann. Oh, sehr schön. Wir haben auch, glaube ich, so ein sehr längliches Gehege. Auch ein schöner Unterstand hier. Das sieht nice aus. Schaut mal, wie lang das hier geht, das Gehege. Mega krass. Hier haben wir dann auch nochmal einen schönen Unterstand unter so einem Wikingerhaus. Man kann wirklich super gucken. Man kann hier den gesamten Weg entlang gehen, ohne dass da ein Zaun zwischen ist. Da ist halt nur dieser Wassergraben mit plätscherndem Wasser zwischen. Dadurch hat man wirklich eine super Sicht auf die Tiere. Sehr gut gemacht. Auf der anderen Seite sind natürlich dann auch noch die Eisbären. Und diese Wassersysteme gefallen mir richtig gut. Überall diese fließenden kleinen Bäche, Flüsse,
und Stromschnellen. Das Eisbärengehege sieht auch krass aus. Diesen ganzen Höhenunterschieden. Wieder mit ein bisschen Schnee. Oh, da ist sogar einer. Hat gerade sein Geschäft erledigt. Auch tolle Tiere. Der Apex Predator vom Nordpol? Arktis, ne? Ja, Nordpol. Arktis. Durch das Arktis-DLC kann man sich das immer gut merken. Die Pinguine wohnen am Südpol, oder? Ich hoffe, ich liege jetzt nicht falsch. Boah, riesiges Gehege, Leute. Schaut euch das an. Oh mein Gott. Das geht von hier vorne bis hier hinten. Okay, wenn es den Eisbären nicht gut geht, dann weiß ich auch nicht. Und alles wunderschön gestaltet. Hier kann man dann auch nochmal entlang gehen. Und hier in so eine wunderschöne Underwater Viewing Area gelangen. Wo die dann planschen können, die Tierchen. Das ist wundervoll. Und im Hintergrund fahren die Gondeln entlang. Richtig schön. Das ist echt riesig. Gehen aber lieber mal hier weiter, sonst übersehen wir hier was. Nämlich auch nochmal eine coole Brücke. Ah, nur für die Mitarbeiter. Überall diese Bäche, das ist nice. Hier kann man auch nochmal hineinschauen in das Gehege. Da ist sogar ein weiterer Eisbär. Diese ganzen kleinen Gewässer gefallen mir richtig, richtig gut. Das ist echt cool. Sind wir nämlich auf dieser Seite von den Kanus. Hier ist auch das erste Vivarientier. Dürfte irgendeine Otter sein. Ich glaube, die Puffotter oder so, aber es ist egal. Die Vivarientiere sind uninteressant. Oh, eine fliegende Leiter. Okay, das kann natürlich mal passieren. Macht rein gar nichts. So. Genau, hier würden wir dann rauskommen. Ich denke, das Eisbärgehege haben wir jetzt gesehen. Und da vorne ist dann ein Bahnhof, so wie es aussieht. Genau, hier kommt man dann zum Bahnhof Alter Vierthof. Gehen wir da mal hinein und gucken uns den mal an. Zug werden wir auch nicht fahren. Fahrgeschäfte sind mir einfach zu schnell. Fahre ich lieber selber damit rum. Oder mit der Kamera rum. Hier noch was übersehen. Ich weiß, ich weiche schon wieder voll ab vom Weg. Aber hier ist der Eingang. Also ich glaube, wir haben nichts übersehen. Halt nur diese Seite hier. Davon kann man nämlich auch nochmal die Bisons und Gabelböcke sehen. Das heißt, wir können uns jetzt wieder an den Wegen orientieren. Wir biegen nämlich jetzt hier auf der linken Seite ab. Hier gibt es einen schönen Weg entlang. Rechts sind die Bahnschienen. Links haben wir Klippen. Und da kommen wir dann zu sehr schönen Häusern. Zu dem Hüttenhotel. Oh, schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Österreich, als ich früher als Kind Urlaub in Österreich gemacht habe. Genauso sahen da immer die Häuser aus. Richtig schön. Oh, richtig schön von außen das Haus. Da würde ich direkt einchecken in das Hotel. Wollen wir mal schnell hineingehen? Würde ich fast sagen. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Man sieht auf jeden Fall schon Deko da drin. Also das ist nicht leer. Es hat nicht nur eine schöne Außenfassade. Und da sind wir. Okay. Da sind ein paar Skulpturen drin. Und wo schlafe ich jetzt? Vielleicht sind wir auch den falschen Eingang reingegangen, wer weiß. Hüttenhotel Berglift. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich dann die andere Station. Hier gibt es auch noch Toiletten, ATMs und nochmal einen schönen Plaza. Mit ganz vielen tollen Häusern und Läden, wo man alles Mögliche essen und trinken kann. Und natürlich sich hinsetzen kann. Sehr schön. Wir gehen nochmal auf der anderen Seite eben rein. Ist nämlich auch noch ein Eingang. Und wo der uns hinführt. Okay, nee. Das ist eher so ein kleiner Kellereingang, würde ich sagen. Hier ist aber auch noch eine Eisbär-Aussichtsplattform oder ein Aussichtspunkt. Ja, hier kann man die Eisbären nochmal sehen. Wie sie fröhlich umherwetzen. Haben ja auch genug Platz. Sehr schön. Im Hintergrund sieht man sogar den zweiten auch noch. Einen tollen Schneeball. Gehe jetzt auch mal ein bisschen wieder in dieser Perspektive entlang. Ich glaube, hier werden die Wege ein wenig enger. Zumindest so aus. Dongwu Chun. Ah, jetzt geht's in Asia-Bereich, so wie es aussieht. Klingt zumindest auch so. Das ist wahrscheinlich hier alles nochmal Mitarbeiter. Aber auch wundervoll gestaltet. So, hier ist der Asia-Bereich.
Der Tempelbahnhof. Das ist cool, dass jeder Bahnhof ein eigenes Motto hat und anders aussieht. Im Hintergrund sieht man sogar schon Trampeltiere durch die Scheiben. Das heißt, wenn man hier einsteigt, hat man schon was zu sehen. So, hier fahren die Schienen auch entlang. Also ich glaube, diese Zugtour, die lohnt sich echt. Da sieht man sehr, sehr viel vom Zoo. Aber nicht noch auf dem richtigen Weg, ich denke. Ja, Rundgang ist noch am Start. Super, dass du das in einer anderen Farbe gemacht hast. Isabelbär und Japan-Makak. Ist das ein Mischgehege? Ich glaube schon. Da schwimmt der Isabelbär, da hinten sind die Japan-Makaken. Dieser Name, ey. Oh Mann, oh Mann. Auch sehr schön gemacht hier mit diesen Holzabrandung oder Abrandung. Barrieren. Dass du das als Mauer benutzt hast, diese Holzstämme. Finde ich sehr cool. Auch super gestaltet. Wieder plätscherndes Wasser. Schöne Bepflanzung. Wieder Stromschnellen oder Wasserfälle. Eine Mischung aus beiden so ein bisschen. Echt schön aus. Viele tolle Höhenunterschiede. Und das hier ist, glaube ich, sowas wie die chinesische Mauer. Da gehen wir jetzt auch gleich hinauf. Die chillen hier alle. Ich hoffe, die verstehen sich. Nicht, dass so ein Bär sich einfach mal so einen Affen snackt. Ah, hier könnte das Schuppentierchen drin sein. Ah, ich glaube echt. Ja, hier ist das chinesische Schuppentierchen drin. Und so ein schönes Asia-Haus eingebaut. Oh, jetzt geht's in den Dongwu Chun, so wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Sieht aber cool aus mit diesen Treppen. Da bin ich jetzt gespannt. Kann man auch nochmal in Gehege reinschauen. Das Tiger? Das ist ein Tiger. Der sieht so hell aus. Das ist wahrscheinlich wegen den Farbvariationen, ne? Weil der sibirische Tiger, glaube ich, eh immer heller ist. Aber ich glaube, das hat trotzdem was mit den Farbvariationen zu tun, die ja neu im Spiel sind. Na, was heißt neu? Hier ist nochmal das andere Gehege. Okay, gehen wir mal hier hinein hier. Mitarbeitereingang. Schöner Asiaturm. Und das nächste Gehege geht hier Schlag auf Schlag. Könnte ein Schneeleopard sein mit diesem Ding hier. Könnte aber auch ein weiterer Tiger sein. Noch sehe ich kein Tier. Da. Ah, mein erster Guess war richtig. Schneeleoparden. Schlafen nur beide. Wollen wir nicht weiter stören. Hier gibt es nochmal Pommes. Und eine Übersicht aller Tiere hier in dem Bereich wahrscheinlich. Das ist auch nochmal sehr schön. Dann kann man sich nochmal ein paar Infos holen. Oh, hier gibt es viele Wege. Aber alles gut ausgeschildert. Extra für mich. Hier ist das nächste Gehege. Mega schön bepflanzt. Oh, mit Pandas. Das ist sehr schön. Oh, hier können die durch so eine Brücke durchgehen. Das ist ja ein tolles Bild gerade. Hier auch der Kirschblütenbaum. Diese roten Barrieren gefallen mir auch sehr gut, dass sie so abgerundet sind. Echt schön gestaltet alles. Hier schauen wir natürlich auch nochmal von oben. Dann sehen wir das ein bisschen besser. Also die Mauer geht hier wirklich einmal komplett drumherum. Das ist der gesamte Asia-Bereich. Wir haben noch echt viel zu entdecken, habe ich gerade gesehen. Also wir müssen uns ein bisschen beeilen. Richtig schönes, großes Panda-Gehege hast du hier gebaut. Und ich weiß gar nicht, wo uns die Rundtour dann lang führt. Ah, hier in der Mitte ist auch ein Gehege. Das habe ich gar nicht gesehen. Schaut mal hier. Hier ist der rote Panda. Nochmal sehr schön in so einem kleinen Gehege eingebaut. Kann dann auch hier hochklettern. Da sind sie gerade. Kommen gerade vom Baum, die beiden. So süße Tiere. Die will ich unbedingt mal in echt sehen. Ja, das waren die Schneeleoparden. Und ansonsten führt uns der Rundgang. Ich glaube, wir sollen hier rechts, aber ich gehe einfach mal geradeaus. Ah, hier kann man sogar auf die Mauer hoch. Okay, das ist cool. Das heißt, die Gäste können sogar wahrscheinlich auf die Mauer hochlaufen. Sieht zumindest so aus.
Können hier einmal komplett außen rumlaufen. Und dann hier sogar nochmal so eine kleine Essence-Area. Im Hintergrund sieht man die Eisenbahn. Und auch ein... Was ist das denn für ein Turm? Oha. Der sieht ja abgespaced aus. Polarforschungszentrum. Ah, das ist eine Gondelstation. Ach, jetzt sind wir hier. Das ist hier das vom Hintergrund beim Eisberggehege. Ich glaube, da kommt man nur mit der Gondelfahrt hin. Gut, dass wir das entdeckt haben. Ansonsten hätte ich das übersehen. Oh, auch sehr schöne Idee. Ich finde das echt toll, was du aus den Bahnhöfen und Stationen immer so gezaubert hast. Das ist wirklich super. Überall Blumen. Aber dafür, dass der so groß ist, der Zoo, läuft der echt noch richtig, richtig gut. Das kann man nicht anders sagen. Der läuft noch super flüssig. Ich habe immer so 25 FPS. Kann man auf jeden Fall noch gut spielen. Blenden sind hier auch. Okay. Ich weiß jetzt schon, dass ich so viel übersehen werde. Es tut mir richtig leid. Aber es ist bei so großen Zoos leider immer so, mit so vielen Details. Dongwuchun Bahnhof. Auch wieder einen ganz anderen Stil gebaut. Mega toll. Ich glaube, damit haben wir den Asia-Bereich soweit abgehakt, ne? Das heißt, wir würden dann wahrscheinlich wieder hier weitergehen. Hier ist nämlich der Rundgang. Kann man dann auch nochmal rechts gucken. Das ist wahrscheinlich die andere Seite von den sibirischen Tigern. Die spielen da auch gerade ganz süß. Die beiden. Und auf dieser Seite sind nochmal die Pandas. Kann man von hier nochmal reinschauen ins Gehege. Dann geht's hier weiter. Der Zoo hat ja wirklich alle Bereiche. Nordamerika, Asien. Ich bin gespannt, was noch kommt. Was ist das denn hier für ein Gehege? Sieht doch auch aus wie ein Gehege. Hier ist auf jeden Fall Spielzeug drin. Ach da, schaut mal. Taiwanische Schwarzbären. Die nehmen gerade ein Bad. Nochmal hier so vorne. Vor dem Asia-Bereich. Da oben sind die Tiger. Springen da auch gerade rum. Das waren die Schuppentierchen. Das heißt, wir sind jetzt wieder hier. Okay, gut zu wissen. Die Eisenbahn fährt da auch entlang. Wir folgen aber den Schildern. Sonst verlaufen wir uns. Es geht nämlich jetzt hier weiter. Ah, jetzt sind wir hier. Sind wir auf der anderen Seite von dem Bahnhof. Können wir hier nämlich die Kamele oder Trampeltiere sehen. Oh, wie schön. Auch tolle Tiere. Wieder ein ganz anderer Gehegestil. Aber sehr toll gemacht. Tolle Pflanzenwahl. Hier hätte man jetzt sogar ein paar Australia-Pack-Sachen sicherlich einbauen können. Aber zu der Zeit, wo du den Zoo erstellt hast, gab es das noch nicht. Hätte auch sehr gut gepasst. So, auf der Seite hier links hat man dann schon Hyänen. Kann man auch schon durchschauen. Da hinten sind sie. Kommen uns schon entgegengelaufen. Und eine schöne Brücke, von der man auch nochmal rübergucken kann, auf die Hyänen sogar auch, hier durch die Scheibe. Da sind auch schon wieder die nächsten Tiere. Spießböcke sehe ich. Und ich glaube Springböcke. Oder? Sind das Antilopen? Nee, Springböcke. Ah, da geht's in den nächsten Bereich, so wie es aussieht. Ich hoffe echt, ich habe mich nicht verlaufen. Aber ich glaube nicht. Schaut mal. Da vorne ist nämlich wieder das Hotel, oder? Oh, der Bahnübergang ist ja auch cool gemacht. Nice. Ja, hier ist das Hotel, wo wir vorhin waren. Okay. Das ergibt alles Sinn. Amandla, Afrika. Weiß ich leider auch nicht, was das heißt. Aber hinein geht's. Oh, ganz viele Richtungen, wo man gucken kann. Ich sehe Ich sehe Kaffernbüffel. Kaffernbüffel und irgendwelche Böcke schon wieder. Kleine Mini-Babys. Was sind das denn jetzt? Antilopen. Stimmt, die gibt's ja auch noch. Warzenschweine. Weil diese Böcke, Antilopen und Gazellen, da tue ich mich immer so schwer. Werde ich auch nie auf dem Schirm kriegen. Das zu unterscheiden. So, jetzt können wir nochmal hier die Spießböcke und Springböcke
von der anderen Seite begutachten. Gelbes Schild führt uns hier lang. Eine schwebende Straßenlaterne. Wir sind jetzt afrikanische Elefanten. Das sind alles mehr so trockene Gehege. Also hier ist jetzt nicht so viel Landschaft. Das finde ich aber okay. Du hast das sehr gut mit dem Terrain-Tool am Boden gemacht. Okay, hier geht es dann auch nochmal entlang. Diese Kamera. Einigermaßen komme ich damit klar, zum Glück. Bin ich denn jetzt hier? Ich glaube, ich habe mich voll verlaufen. Hier ist der Bahnhof. Der Bahnhof am Elefantenhaus. Da will ich auch einmal kurz reinfliegen, Leute. Einmal von innen gucken. Ja, sieht wieder ganz anders aus. Und auch hier hast du es wieder so schön gemacht. Mit einer super tollen Aussicht. Das heißt, wenn man hier wartet im Zug oder im Zug sitzt, hat man echt einen tollen Blick auf Giraffen. Und natürlich auch von hier oben, ne? Hier hat man dann nochmal eine schöne Aussichtsplattform, der man die sehen kann. Auch ein riesiges Gehege. Auf jeden Fall sehr süß, wie die Giraffe hier trinkt. Sind das jetzt hier wieder? Hast du jetzt eine Gazelle? Ja, Thompson-Gazelle. Gott sei Dank. Okay, das ist auf jeden Fall das Giraffengehege. Okay. Oh, hier geht's auch nochmal hinein. Das dürfen wir natürlich nicht übersehen. Blumenbach Elefantenhaus. Oh, das Gebäude sieht schön aus. Sehr schön gestaltet von der ganzen Verzierung hier. Und auch dieser Aufgang sieht richtig gut aus. Mit den Holzdingern hier. Auch cool, dass der Rüssel hier so reinhängt. In die Tür. So, jetzt sind wir im Elefantenhaus. Toiletten haben wir hier. Fliegen wir ganz schnell rein. Ne, ist nix. Kann ja sein, dass die gestaltet sind, wer weiß. Geldautomaten. Und natürlich ein wundervoller Ausblick auf die Tiere. Wirklich wundervoll. Auch eine sehr schöne Höhe, in der man gucken kann. Und hier kann man auch nochmal beim Schlafen, oh, oder beim Fressen zusehen. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass die jetzt so nah an uns dran sind. Das ist aber cool. Da kann man die ja richtig gut sehen durch die Scheibe. Weiter geht's dann auf dieser Seite von der Brücke. Ich habe das Gefühl, ich laufe schon so ein bisschen meinen eigenen Weg. Der Rundgang geht irgendwie in alle Richtungen. Ich bin komplett verwirrt. Ja, solange wir noch neue Tiere wie den Geparden hier entdecken, ist ja alles gut. Diese Seite sind dann wieder die Hyänen, okay. Das heißt, ich gehe wahrscheinlich hier wieder so ein bisschen Richtung zurück. Könnte ich mir vorstellen. Ah ne, wir sind jetzt auf der anderen Seite hier. Ah, okay, hier sind die Trampeltiere. Oh, hier fällt dann nochmal die Lok sehr schön hoch. Und hier geht dann wieder ein anderes Terrain los, so wie es aussieht. Nämlich Dschungel so ein bisschen. Da kommen wir aber jetzt noch nicht hin. Ich glaube erst gleich. Ihr seht jetzt schon, wie groß dieser Zoo ist, ne? Hier sind die nächsten Tiere. Weißschwanzgnus, Strauße sehe ich, Zebras. Okay, wir haben mega viel übersehen. Hier waren wir ja vorhin bei den Kaffernbüffel. Hier geht es aber noch ein ganzes Stück weiter. Du hast hier wirklich fast jedes Tier untergebracht. Hier haben wir nämlich Löwen, so wie es aussieht. Ja, hier chillen die Löwen. Auch alles schön mit Wasser abgegrenzt, denn ein schöner Wasserfall. Dann geht es hier nochmal entlang. Auf der rechten Seite haben wir dann... Ich schaue jetzt mal von oben, dann geht es ein bisschen schneller, Leute. Was hatten wir denn hier? Wo sind sie denn, die Tierchen? Da schwimmt es. Hier sind nämlich die afrikanischen Wildhunde. Dann haben wir hier die Hippos und Flamingos in diesem großen Wasserbereich. Haben wir auch nochmal eine schöne afrikanische Dusche mittendrin. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist, dass ich hier lang gehe oder ob wir jetzt den Rundweg komplett zerstören. Aber besser, als wenn wir es jetzt komplett übersehen, so einen riesigen Bereich. Weil du hast dir echt noch viel Mühe hier gegeben. Oh, hier ist auch nochmal ein richtig schöner kleiner Plaza. Mit ganz vielen Läden im Afrika-Stil. Alles mit diesen Lehmhütchen. Hier ist nochmal Underwater Viewing. Auch alles wunderschön gestaltet. Mega toll. Kann man da auch nochmal rein? Oder ist das ein Steg oder sowas? Gerade unsicher. Müssen wir mal eben hochfliegen. Ach nee, das ist ein Steg. Ach, hier gibt es dann Fütterung. Das ist cool. Das ist für die Mitarbeiter ein Steg. Und hier
füttern die dann irgendwas oder so. Ich glaube, das ist für die Flamingos. Bei den dicken Dingern hier wird das wahrscheinlich einbrechen, das Ganze. So, und hier geht es dann auch nochmal hoch. Gott, ich glaube, ich bin gerade in einem Bereich, wo ich noch nicht sein sollte. Aber hier kommen wir jetzt auch wieder zum Dschungel, so wie es aussieht. Okay, diese Ecke mache ich jetzt nochmal eben schnell. Dann haben wir das, glaube ich, nämlich abgehakt, hier diesen ganzen Bereich. Wobei, wir könnten auch erstmal hier diesen Tempel machen und dann gehen wir hier hin. Das macht wahrscheinlich sogar mehr Sinn. Das heißt, wir gehen erstmal hier runter. Wir gehen natürlich in dieser Perspektive hinein. Der Außenbereich ist schon mal wunderschön gestaltet. Alles so in Dschungeloptik mit den Totems. Richtig cool. Da hinten scheint irgendein Gehege zu sein. Denke mal Affen mit den ganzen Klettermöglichkeiten. Diane Fossey House. Ich kenne leider diese ganzen Namen nicht. Ich würde gerne mal wissen, wen du hier alles verewigt hast. Auch wieder ganz andere Optik hier drin. Schimpanse. Hier sind ein paar Vivarien. Schrecklicher Feigefrosch. Aber die sind egal. Wir gucken lieber hier rein. Bei den Schimpansen. Glasscheibe, damit natürlich das Licht reinkommt. Und natürlich auch ein Außenbereich. Den haben wir ja gerade schon durch die Scheibe hier gesehen. Oh, die haben viele Klettermöglichkeiten. Ne, es sind schon andere Tiere. Oh. Schimpansen sind hier. Auf dieser Seite sind Waris. Das ist sogar begehbar. Das haben wir nur gerade nicht gesehen. Müssen wir jetzt aber auch nicht wieder rüberlaufen. Den Wehr von hier. Kann man einmal durchlaufen. Ich glaube, wir kommen hier sogar gleich nochmal raus. Bin mir aber unsicher. Hier ist auch ein Wari zwischen. Scheint irgendwie rübergekommen zu sein. So, auf dieser Seite haben wir Mandrills. Chillen hier auch alle. Auch wieder mit natürlichem Licht. Das scheint hier sowas wie ein Affenhaus zu sein. Hätten wir die auch schon sehen können? Ja, tatsächlich. Von hier unten hätte man die sogar sehen können. Mit etwas Glück. Da sind Strauße. Oh, wie viele Tierarten du hier drin hast. Dafür läuft der Zoo echt noch richtig gut. Also mit dem Ausmaß hätte ich nicht gerechnet, dass du so viele Tierarten hast. Und Bonobos. Und hier haben wir dann nochmal Gorillas. Oh, Flachland-Gorillas. Ah, hier ist teilweise dann noch ein bisschen kahl und sowas. Aber das bleibt halt nicht aus. Ne? Wenn der Zoo irgendwann so groß wird, dann kann man halt nicht mehr überall Details hin platzieren. Vor allem, wenn man dann alles mit Klippen und Felsen ausschmückt, dann hat man irgendwann so schlechte FPS, dass gar nichts mehr geht. Du hast es noch sehr gut gemacht. Du hast noch einen sehr guten Punkt gefunden, wo der Zoo noch gerade gut läuft, um aufzuhören. Weil jetzt kann man ihn noch schön besichtigen und schön spielen. Ist halt immer echt schade. Man steckt viel Arbeit und Mühe da hinein und dann ist er unspielbar. Hier sind Uran-Utans, auch tolle Klettermöglichkeiten. Sowas würde ich gern für meine Katzen bauen. In der ganzen Bude, überall solche Stege und so, wo die drauf können. Das wäre mega cool. Ja, hier ist natürlich Außenbereich auch wieder nicht gestaltet. Macht aber rein gar nichts, passt schon. Das ist nicht so schlimm. So, das ist wahrscheinlich als Mitarbeiter. Gehen wir mal wieder Außenperspektive, so sieht das nämlich aus. Mega schön, das ganze Dach, alles bepflanzt und so. Richtig cool. Finde ich immer eine gute Idee, wenn man auf Dächern einfach Pflanzen platziert. Sieht immer richtig schön aus. Ist auch toll hier gemacht, tolle Pflanzenwahl. Aber hier war auch noch ein Weg. Den möchte ich natürlich nicht außen vor lassen. Schön mit den Südamerika-Paketsachen. Sind aber, glaube ich, nur Mitarbeitergebäude, so wie es aussieht. Wo geht's denn hier hin? Okay, da sollen wir nicht rein. Mitarbeiter wahrscheinlich. Also diese Zugstrecke, die hat auch super interessante Stellen. Hier kann man nämlich auch nochmal die Affen sehen. Ich habe aber auch vorhin schon Tunnel und sowas gesehen. Also die ist echt cool. Wir haben das wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge gemacht, als Seba sich das vorgestellt hatte. Aber ich hoffe, du wirst da nicht böse sein, Seba. Einigermaßen haben wir es bestimmt gut gemacht. Hoffe ich doch. Dafür, dass ich so einen schlechten Orientierungssinn habe. Ah, okay. Hier haben wir Okapis und... Wer sind denn die anderen nochmal? Gemischt auf jeden Fall, die ich immer verwechsel. Bongos, genau. Okapis und Bongos gemischt. Damit ich sie noch mehr verwechseln kann. Immer die Tiere, die gleich aussehen, einfach zusammenpacken.
Auch ein sehr schönes Gehege. Richtig cool hier mit den Klippen alles abgesteckt. Geländer braucht man ja auch nicht unbedingt. Kann man natürlich hinmachen, aber dadurch leidet natürlich die Sicht. Bin gleich auf diesen Tempel oder Dom da gespannt. Aber wir haben hier noch einen Bahnhof, einen weiteren. Wieder in einem ganz anderen Stil gebaut. Richtig cool. Mafana Bahnhof. Mit einem Baum drin. Oh, nice. Gehen wir natürlich auch hinein. War richtig schön mit so einem Glasdach. Ein schöner Baum. Allein schon für die Bahnhöfe lohnt sich die Bahnstrecke, glaube ich, zu fahren. Da geht es, glaube ich, einmal außen rum. Das sind nämlich die Häuser, die wir ganz am Anfang gesehen haben, im Hintergrund. Das ist nochmal so ein kleiner Platz, wo man essen, trinken kann. Und was ist das hier? Charles Darwin Haus, den kenne ich. Evolutionstheorie-Dingsbums, ne? Charles Darwin? Den habe ich schon mal gehört. Also scheint es hier wirklich irgendwelche berühmten Leute verewigt zu haben, die ich alle nicht kenne. Außer Charles Darwin. Okay, dann gehen wir mal in das letzte Haus hinein. Wobei, hier gibt es auch noch was anderes. Wartet mal. Voll viel übersehen. Wir gehen erstmal um das Haus herum, würde ich sagen. Also hier waren die Okapis und die Bongos. Bernhard Gritzemeck Tropenhaus. Hier waren kleine Hippos. Und alles die Außenbereiche. Ich glaube, die haben sogar noch alles Innenbereiche da drin. Ameisenbären, Tapir und Kapuzineräffchen. Mega cool. Hier sieht man echt viele Tiere. Das Einzige, was ich gerade noch vermisse, ist der Jaguar. Aber der kommt, glaube ich, auch noch. Den haben wir, glaube ich, gerade schon gesehen. Ja, der ist nämlich hier vorne. Genau. Hier ist der Jaguar. So, das sind die Außenbereiche. Jetzt gehen wir mal rein da. So, und los geht's. Ich bin sehr gespannt. So groß sah das gar nicht aus von oben. Mal gucken, wie du das gemacht hast hier. Die Innenbereich für die ganzen Tiere hier unterzubringen. Nehmen wir die Zwerghippos. Ja, mit Underwater Viewing. Wie cool. Da sind sie. Okay. Da sind sogar noch ein paar Vivarien zwischen. Sehr schönes Feeling hier auch drin in dem Haus mit den ganzen Glasdächern. Boah, das ist ja richtig verwinkelt. Also hier kann man echt leicht Sachen übersehen. Oder sich verlaufen. Oh, hier sind sogar noch weitere Tiere drin. Hier sind Erdferkel drin. Wie hast du das denn alles hier untergebracht? Ah, die haben hier so ein Mini-Gehege. Wie viele Tierarten hast du in diesem Zoo? Das ist ja krass. Also da bin ich wirklich beeindruckt. Ameisenbär, Kapuzineräffchen. Ich habe mich jetzt schon wieder verlaufen. Ja, hier war der Außenbereich. Hier ist dann der kleine Innenbereich für die. Oh, da schlafen sie. Kapuzineräffchen, Tapire, Ameisenbären. Scheinen sich gut zu verstehen. Schlafen auf jeden Fall alle drei nebeneinander. Perfektes Bild gerade. Okay. Hier ist dann der Jaguar, der Innenbereich. Da gehen wir auch nochmal kurz nach außen. Den möchte ich mir nochmal angucken. Der sah nämlich auch sehr schön aus hier, der Außenbereich. Ja, definitiv super gestaltet. Oh, ich weiß nicht, wo die Katze gerade ist. Macht aber nichts. Okay. Aber wir können da auch noch hoch oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin echt ein bisschen überfordert gerade. Die ganzen Wege. Nix für Dandys Orientierungssinn. Ah, hier gibt es dann nochmal Vivarien. Und nochmal ein schöner Ausblick auf alles. So, ich denke, wir haben jetzt alles einigermaßen gesehen. Ich hätte mir natürlich gerne noch mehr Zeit genommen, aber ich wollte auch nicht, dass das Video zu lang wird. Der Zoo war wirklich gigantisch. Heftig viele Tierarten. Dafür lief der Zoo echt noch super gut von den FPS. Also hast du wirklich gut gemacht. Hat mir auch richtig viel Spaß gemacht. Dein Zoo. Pierthof Wildlife Center hieß er. Also vielen, vielen lieben Dank fürs Einsenden. Und jetzt, Leute, würde ich sagen, schreibt ihr mal in die Kommentare, wie euch der Zoo gefallen hat. Falls ihr auch mal einen Zoo einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung findet ihr dazu alle Infos.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.